Frank von Giga auf dem MWC. Huawei hat hier eben auf der Pressekonferenz sein neues Android-Tablet vorgestellt, das MediaPad M5. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. So, liebe Leute, also das Huawei MediaPad M5 in der Nicht-Pro-Version gibt es in zwei Varianten. Das hier in meiner Hand, das ist die 8,4 Zoll Version. Dann gibt es noch eine mit 10,8 Zoll Display-Diagonale. Abgesehen von der Displaygröße und der Akkukapazität unterscheiden die sich sonst nicht. Gucken wir uns das Ganze doch mal von vorne, von hinten und von der Seite an. Also, erstmal auffällig ist, das ist ein schönes Display hier. Das ist LTPS-Technologie, also im Prinzip eine IPS-Abart. Und die Auflösung beträgt 2560x1600. Der Fachmann merkt gleich, das ist nicht ganz 16:9, sondern 16:10. Also gerade für Leute, die halt hier im horizontalen Modus gehalten ein bisschen mehr Bildschirmfläche haben wollen, was sich gerade für so Tablets auch anbietet, ist das eine gute Sache. Von der Verarbeitung her hat Huawei hier das erste Mal ein Tablet gebaut, das so 2,5D-Glas besitzt. Das bedeutet, dass hier außen die Ränder so ein bisschen abgerundet sind. Das ist ein eigentlich ganz netter Effekt. Gerade wenn man das so in der Hand hält, fühlt sich das sehr, sehr gut an, nicht so kantig. Ich habe da ein bisschen Angst natürlich, dass es nicht ganz so stabil und robust ist. Ne? Also ein Tablet, wenn das mal runterfällt, ob da nicht dann vielleicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein Schaden vorne auf dem Display entsteht, das wird natürlich erst die Zeit zeigen können. Insgesamt, so konzeptionell, ist das ein Media-Focused-Tablet, sage ich mal. Also es geht hier sehr darum, dass man Medien konsumieren kann, also Musik zum Beispiel und Videos. Dafür bringt das Tablet ein paar Tricks mit. Zum einen gucken wir uns mal an hier auf der Rückseite. Das sind Stereo-Lautsprecher, die zusammen mit Harman Kardon getuned wurden. Das bedeutet, da soll ein besonders satter Stereo-Sound entstehen, auch mit Hi-Res Audio Support. Und dann haben wir hier, wenn wir schon mal auf der Rückseite sind, natürlich hier noch eine Kamera, eine 13 Megapixel Rückkamera, 8 Megapixel sind das auf der Front. Und hier so vom Feeling her, das ist gebürstetes oder nee, sandgestrahltes Aluminium, ist auch so ein Aluminium Unibody, fühlt sich aber sehr, sehr leicht an, dieses Tablet. Also da muss ich sagen, also gerade jetzt der 8,4 Zoller, das ist so ein Ding, das kann man auch schon mal eine halbe Stunde auf dem Sofa in der Hand haben und sich eine Netflix-Serie angucken oder ein E-Book durchlesen. Kurz zu den inneren Daten noch. Also wir haben hier einen Kirin Octa-Core-Prozessor aus eigenem Hause von Huawei drin. Wir haben hier 4 GB RAM. Es gibt natürlich auch wieder verschiedene Speichervarianten und auch unterschiedliche Arten der Datenkonnektivität. Es soll sowohl eine WLAN-Version, WLAN-fähige oder WLAN-Only-Version, als auch eine LTE-Version geben. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, dass wir hier in dem 8,4 Zoll Gerät 5100 mAh Akku drin haben. Das dürfte auch schon ordentlich lange Laufzeiten garantieren. In der großen Version sind das 7500 mAh. Das Ganze ist natürlich auch Quick Charge fähig. Das heißt natürlich, das war bis jetzt bei Tablets nicht unbedingt gegeben. Das heißt, man kann ja auch schnell nachtanken, wenn der Strom mal zur Neige geht. Werfen wir mal noch einen kurzen Blick in die Software. Also wir haben hier ein Android-Version 8.0, also nicht die allerneueste Version, das wäre nämlich 8.1. Und EMUI, also Huawei's spezielle Android-Oberfläche, ebenfalls in Version 8.0. Da sind alle neuen Schmankerl bereits integriert. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dann Daten mit dem Huawei MateBook X Pro, also diesem neuen Laptop von Huawei, on the fly sozusagen auszutauschen. Naja, und ansonsten kennt man Huawei's EMUI Oberfläche. Ich muss jetzt sagen, hier, mir kommt das nicht so ultra performant vor. Ja, also es ist hier schon ein gewisser spürbarer Lag, wenn ich hier schnell zwischen den Homescreens hin und her wische und auch wenn ich die Benachrichtigungen hoch und runter ziehe. Das ist jetzt nicht so ultra flüssig wie zum Beispiel bei einem Razer Phone oder so. Das ist aber alles noch so im Bereich des normalen und erträglichen. Insofern könnte das eine ganz gute Tablet-Option sein. Also gerade für Leute, die auf der Suche nach Android-Tablets sind, da gibt es ja in letzter Zeit nicht so viel. Und dann haben wir ja da ja auch noch die Pro-Version und die zeigen wir euch gleich. So Leute, und das hier ist jetzt das Huawei MediaPad M5 Pro. Unterscheidet sich optisch erstmal nicht sonderlich von der normalen Version, aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Und ja, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Unterschied Nummer 1 ist, dass es hier dieses Tastaturdock mit dazu gibt. Das gucken wir uns jetzt mal erstmal so an. Also hier gibt es im Prinzip zwei Stufen.
nee, drei Stufen, wie man das Ding benutzen kann. Nee, zwei Stufen, Entschuldigung. Also das rastet hier so ein bisschen ein. Man kann da aber auch ein bisschen variieren. Also je nachdem, wie man das Display in dem Sinne, also den Tablet-Teil angewinkelt haben möchte, kann man da hier ein bisschen rumprobieren und rumvariieren, wie man das haben möchte. So vom Material her ist das, würde ich sagen, so, es fühlt sich etwas gummiert an, dürfte aber Plastik sein. Und die Tasten, das sind so, fühlt sich ein bisschen an, so wie Chiclet-Tasten, die haben eigentlich ganz guten Druckpunkt, also sind nicht zu wabbelig. Muss ich sagen, das ist schon mal ja, ein ganz gutes Tastaturdock. Auf der Rückseite sieht man jetzt nichts weiter, nichts Besonderes. Man kann das Ganze natürlich auch so machen, dass man hier einfach das Tablet einlegt und hier ist eine Aussparung für die Kamera. Und das Ganze mache ich jetzt auch einfach mal. Also, Tablet rein. Erste kleine Enttäuschung, muss ich sagen, ist, man muss das hier so in so eine Schiene einschieben. Also es ist nicht so straightforward wie beim Surface oder ähnlichen Geräten, dass das einfach magnetisch hier reingeht. Man muss da schieben, man muss da physisch ein bisschen Kraft aufwenden. Das, muss ich sagen, ist nicht sonderlich gut gelöst. Da wäre bestimmt auch eine andere Möglichkeit drin gewesen. So, und jetzt gehen wir hier mal rein. So, und jetzt kann ich in diesen Desktop-Modus automatisch reingehen, wenn die Verbindung mit dem Dock hergestellt wird. Jetzt gibt es hier eine kleine Animation und ein Hintergrundbild, das zumindest den älteren Semestern unter uns ein bisschen bekannt vorkommen dürfte. Und dieser Desktop-Modus, der hat jetzt so ein paar Eigenheiten. Also zum einen seht ihr hier unten ist da eine Taskleiste drin, die uns schon sehr stark an Windows erinnert. Hier natürlich rechts unten trotzdem noch die Standard-Navigationsbar von Android. Finde ich persönlich ja grundsätzlich so, dass bei Tablets das eigentlich viel besser rechts unten aufgehoben ist. Hier haben wir die Uhrzeit, hier noch den aktuellen Akkustand, hier WLAN, hier auch ein Symbol für die Lautstärkeregelung, die mich auch sehr, sehr stark an Windows erinnert. Also da hat man ganz offensichtlich sich so ein bisschen inspirieren lassen. Naja, und jetzt kann man hier auch Apps starten und die werden dann auch repräsentiert durch ein Icon in dieser Taskbar. Ich starte mal noch den Chrome-Browser dazu. Da seht ihr, ihr könnt hier ganz einfach Multitasking nutzen, hin und her wechseln zwischen den einzelnen Apps. Also das ist schon so ein halber oder sogar dreiviertel Desktop-Rechner. Natürlich mit der Performance, die hier jetzt so drin ist, wird man nicht Videos schneiden oder großartig zocken können. Aber so für Leute, die unterwegs einfach mal Texte schreiben müssen zum Beispiel oder E-Mails beantworten, ist das sicherlich eine feine Angelegenheit, das Huawei MediaPad M5 Pro. Huawei liefert zu dem M5 Pro auch noch den sogenannten M-Pen mit. Das ist ein Stylus, der über mehr als 4000 verschiedene Druckstufen verfügt, den man auch tilten kann, also auch ein Winkel registriert wird. Und mit dem kann man dann zum Beispiel in Zeichen-Apps ganz besondere Zeichentechniken anwenden oder auch das Betriebssystem steuern. Wenn ihr mehr Videos vom MWC sehen wollt, dann geht auf giga.de/mwc, abonniert unseren YouTube-Kanal und gebt mir gerne, falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Freuen wir uns und dann sehen wir uns sicherlich noch in ein paar mehr Videos vom MWC. Bis dann. Ciao.